Hallo, grüßt euch zum nächsten Impuls auf Mental Mentoring für Sport und Business. Vorab, danke für das positive Feedback hinsichtlich der Impulsreihe aus Marokko. Es freut mich, dass ihr so viele Punkte in euer Leben positiv mit einbauen konntet und eben mir auch das Feedback gegeben habt. Also nochmals, danke dafür. Und es spornt mich natürlich an, deswegen sofort der nächste Impuls. Kurze Einleitung. Vor ein paar Tagen durfte ich bei einem Unternehmertreffen vor 120 Unternehmern sprechen und im Anschluss daran gab es spannende Gespräche mit eben diesen Führungskräften und deren Teammitgliedern. Warum nicht drumherum reden? Großer Teil war eben Stressbewältigung und aus dem Überbegriff Stress gab es einen kleinen Baustein, der sehr spannend war für mich und wohl ein großes Thema ist, und zwar ist es der Schlaf. Zum einen wissen wir alle, brauchen wir ausreichend Schlaf, aber das Thema an diesem Abend war die Qualität des Schlafes. Und da wurde es mir erstmal wieder bewusst, welche große Änderungen ich in meinem Leben auch durchgeführt habe. Und zwar, ich habe es jahrelang genauso gemacht wie viele andere auch, nochmal ins Bett, Smartphone geschaut, Facebook, die Nachrichten, Instagram, und wenn wir es natürlich da nochmal analysieren, ist der Großteil eben negative Nachrichten. Und genau diese News werden ja in unserem Gehirn abgespeichert, im Unterbewusstsein. Und eben im Schlaf werden auch diese Informationen verarbeitet. Wenn es jetzt negative Neuigkeiten waren, ist klar, dann wird der Schlaf nicht ganz so toll und wir werden ein bisschen unruhiger schlafen. Deswegen ist es unsere Verantwortung, unser Unterbewusstsein mit positiven Gedanken zu füttern. Und da habe ich eine kleine Änderung durchgeführt, und zwar ein Dankbarkeitsbuch führen. Oben, ihr würdet sehen, wenn ihr in meinem Schlafzimmer wärt, liegt ein kleines Büchlein, das ich versuche, jeden Abend zu füttern mit positiven Gedanken, mit positiven Momenten. Und da sage ich euch jetzt, was ich da reinschreibe. Die Anzahl ist für euch, ihr könnt es variieren, wie ihr euch fühlt damit. Bei mir ist es so, ich trage 5 Punkte ein, für die ich über den Tag verteilt dankbar bin. Ganz egal, sei es Momente mit eurer Familie, mit Kunden, mit Lieferanten, was auch immer. Probiert's, versucht euch auch tatsächlich nochmal in die Situation reinzudenken und diese Dankbarkeit an diese Person, an diese Dinge auch weiterzuschicken. Damit ist es aber nicht getan, sondern ich notiere noch 5 Erfolge. 5 Momente, 5, ja, tolle Situationen, die ich erfolgreich gestaltet habe. Und insgesamt diese 10 Punkte, ich glaube, wenn man das gewissenhaft macht, sind es nochmal 10 bis 15 Minuten, also die Zeit, die man am Smartphone verbringt. Aber man beschäftigt sich mit positiven Dingen und sendet an das Unterbewusstsein diese positiven Gedanken, die man dann verarbeitet. Und es ist wissenschaftlich belegt, dass der Schlaf sich insgesamt verbessert, eine bessere Qualität bekommt. Das ist mein Impuls für euch und probiert es tatsächlich mal aus über ein paar Wochen hweg. Beschäftigt euch damit, 5 Dinge, für die ihr dankbar seid über den Tag, und 5 Dinge, ja, die erfolgreich liefen. 5 Erfolge zu notieren. Und ich freue mich auch da wieder auf euer Feedback. Testet es tatsächlich mal, probiert es aus und ja, wie gesagt, ich freue mich auf euer Feedback. In diesem Sinn wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß, einen tollen Tag und ja, viele Dinge, für die ihr dankbar seid, und für ganz, ganz viele Erfolge. Euer Sebastian.